Da waren noch ein paar mehr, da sind noch welche. Und als erkennt man das? Doch, der müsste auch weniger haben. So, Verzauberungskunst verbessert. Da haben wir doch wieder was erreicht. So, dann hatten wir jetzt den Eisspeicher. Oh, den haben wir auch schon wieder ordentlich benutzt. Dann nehmen wir auch wieder kleine. So. Und den Streitkolben nehmen wir auch kleine. So. Ja, und dann gehen wir raus. Ja, also da würde ich mich freuen, wenn ihr mir da mal was zu schreiben würdet. Dann weiß ich da Bescheid. Okay, jetzt muss ich nur mal gerade wieder den Weg finden. Ach, wir sind ja sogar auf dem Weg. Müssen jetzt nur hier weiterlaufen. Irgendwie. Ah, da. Müssen wir jetzt darauf? Tatsache. Na dann. Dann wollen wir mal darauf, ja? La 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 la. Oh, guck mal, ein Hase. Hallo Hase. Tschüss. Überholt. Haha, wir laufen schneller als ein Hase. Oh, da ist ein Vorkommen. Eisenerz. Na, das klatschen wir doch auch mal eben weg. Klack. Klack. Und klack. Klack. So, da waren nur Eisenerze drin. So muss man sagen. Ah, okay. Da vorne muss irgendwo eine Rechtsabbiegung. Oh, ein Mammut. Mammut! Kämpft gegen Riesen. Wer da wohl jetzt gewinnt? Nicht, dass noch was hinter uns ist. Sieht nicht so aus. Oh. Bleib weg. Du sollst wegbleiben. Wag es dich. Ah! Du Penner. Wow. Ah. Wow. Naja. Machen wir es eben auf die Art und Weise. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Elfenbogen. Der gibt doch irgendwie so eine mächtige Seele, ne? Dann müssten wir doch jetzt eigentlich... Jawohl, weil wir hatten doch eine mächtige Seele schon verbraucht. Ich wollte nämlich sagen, dann müssten wir doch jetzt eigentlich da auch was für bekommen. Ach, da unten ist ja noch wer. Stimmt ja, dich hätte ich schon fast vergessen, mein Freund. Moment. Plündern wir erstmal den hier. Oh, ein Pelz. 200 Gold. Oh Mensch, der hat aber gesammelt. Wo ist denn der Riese hin? Ah! Wo kommt der jetzt her? Kam der aus dem Boden oder was? Tatsache, guck mal, der steckt im Boden. Hallo. Hier. Das ist ein Kopfschuss. Was ist das denn hier? Komm her. Ah, da bist du ja wieder. Alles wieder beisammen? So, einmal noch. In den Pöppes. Ach, scheiße. Ich wollte ihm doch eine Seele rausnehmen. Naja. Pech gehabt. Wolfspelz. Ist noch was hinter uns? Ich höre hier noch irgendwo was. Naja gut. Dann wollen wir mal darauf. Hat sich doch gelohnt, eine mächtige Seele gefangen, Leute. Ah, ich habe übrigens eine Idee. Da das ja nicht mit den Waffen klappt, könnte ich doch den Elfenbogen auf 6 legen, ne? Ja. Das ist doch immerhin etwas. Ah, und Moment. Magie. Magie, also zum Würzen. Und hier haben wir irgendwie... Streie war doch hier irgendwo.
Da, Schreie. Da haben wir bekommen. Todeszeichen. Saugen. Da steht leider jetzt nie dabei, was genau Saugen macht, ne? Tja, aktivieren wir es einfach mal. Saugen. Wahrscheinlich macht es das einfach nur ein bisschen stärker, kann ich mir zumindest so vorstellen. Deine Stimme wird zum Bote des Untergangs. Ja, benutzen wir dann vielleicht nochmal. Speichern? Ich weiß nicht, ob ich gespeichert hatte. Das ist jetzt aber nicht nett. Totenschrein. Stahl, bla, braucht kein Schwein. Oh, da, Amulett von Akrai. Das nehmen wir mit. Und Schrein von Akai. Machen wir einfach mal. Ich benutze ja immer das Neueste, was ich gerade so kriege. Das kennt ihr ja. Weil irgendwie finde ich das ein bisschen doof mit diesen ganzen Zeichen und Schreinen und so. Das ist, die Idee ist gut, aber die Umsetzung ist kacke. Weigling? Was geht denn mit euch ab? Hier. Stirb. Ey, pass du mal auf. Das für Viecher. Pfahlwurz. Ich glaube, da hatten wir schon mal gegen gekämpft, ne? Die kommen mir gerade irgendwie doch bekannt vor. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Wir haben einen Troll getötet. Das ist ja mal was. Schlecht scheinen die eigentlich gar nicht zu sein. Aber es waren ja auch zu zweit. Das muss man dazu sagen. Feiglinge, die Schisser. Wir könnten ja eigentlich auch noch mal bald auf eine Schatzsuche gehen, ne? Also da hätte ich eigentlich auch noch mal Lust drauf. So, und was haben wir jetzt hier? Ach ja, Alftant, genau. Alftant war ja hier. Das war ja wieder so eine zerstörte Stadt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Wir müssen aber doch bestimmt irgendwo noch Gegner sein. Ich sehe nur gerade keine. Wie immer irgendwie. Immer wenn ich sowas betrete, sehe ich keine Gegner. Und dann auf einmal kommen sie aus allen Löchern gekrochen. Weil uns einer sieht. Wissen sie direkt alle, wo wir sind. So, kommt man hier oben rein. Probieren wir jetzt mal als erstes aus. Dann arbeiten wir uns nämlich jetzt mal von oben nach unten. Oh. Was ist hier? Hier ist nichts. Gut, also da ist was drin. Neihebel, den habe ich auch gesehen, aber da kommen wir halt noch nicht rein. Sieht jetzt auch irgendwie keinen Schalter oder so außen. Gehen wir mal runter. Vielleicht kommt das ja später. Hier haben auf jeden Fall mal welche gelebt. Wie man sieht. Ist halt nur irgendwie schief gegangen. Expedition oder sowas vielleicht gewesen. Und dann, alles kaputt gegangen, ja. Machen wir mal die Truhe auf. Oder auch nicht. Na komm. Ah, da ist es. Zack, auf. Oh, ein Diamant. Sehr gut. Gewöhnlicher Seelenstein, Diamantenring und ein Silberbarren. Können wir alles gut gebrauchen. Das speichern wir. Diamanten sind ja mega gut. Die können wir nämlich dann irgendwann mal in Ringe verarbeiten und damit richtig viel Kohle machen. Also Schotter, Geld. Jetzt nicht, dass ihr denkt, wieso machen die da Kohle draus? Und da scheint es reinzugehen, ja, dann sind wir hier richtig. Die Eisruinen. Dann gehen wir mal in die Alftant-Eisruinen. So, ah, das sieht ja schon mal ganz schön aus. Ist halt wieder so eine Eishöhle. Zwergischer Metallbarren, den nehmen wir aber mit. Damit können wir bestimmt später irgendwas wieder verstärken oder so, wie mit dem veredelten Malachit. Da ist das ja auch immer so. Eine Truhe. Eisenbarren und Gold. Ebenerzhelm. Sieht natürlich schon cool aus, ne, hier der Helm. Konnte man das nicht irgendwie drehen, also. Hat was. Aber ist halt eher für einen Krieger was. Und da wir ja Magier sind, halten wir uns halt weiter an Roben und Stoffkleidung oder bald halt Elfenkleidung. Da müssen wir auf jeden Fall die nächsten Folgen nochmal nach Weißlauf und gucken, ob wir da nicht schon was verarbeiten können. Da müsste ja dann eine neue Kategorie mit Elfenrüstung oder sowas dazu gekommen sein. Da
Damit man eben sowas auch sieht, ne? Das ist schon so ein bisschen unkenntlich gemacht, aber naja. Wo ist es? Ich weiß, dass ihr es für euch haben wollt, Cesar. Ihr wollt es immer ganz für euch alleine haben. Nein, es muss einfach noch mehr Skuma da sein. Schweig, schweig! Jezar war doch einer aus der Akademie, wenn ich mich richtig erinnere. Das war doch einer der Schüler. Und Jezar scheint der Bruder zu sein. Ist natürlich auch lustig. Jezar und Jezar. Aber, wenn ich mich nicht irre, war Jezar aus der Akademie. Den kenne ich auf jeden Fall noch, den Namen. Der sagt mir was. Aber da oben kamen wir leider nicht durch. Das heißt, da müssen wir auf anderem Wege hinkommen. Und hier, das ist wieder so eine Dwemer-Ruine. Mit Falmer drin. Altes Dwemer mit gewöhnlicher Seelenstein. Quecksilbererz. Ach, und Alchemie müssen wir ja auch nochmal ein bisschen ausprobieren. Ne? Da haben wir jetzt bestimmt auch wieder ein paar Sachen gefunden. Besonders mit diesem ganzen Zwergenöl müssen wir ja auch rumhantieren. Damit wir da ein paar Eigenschaften rausfinden. Ich könnte natürlich im Internet nachgucken, wie die einzelnen Rezepte wären, aber das wäre dann auch langweilig. Da finde ich sowas lieber selber raus. Aber das wisst ihr ja mittlerweile. Ich bin halt eher einer, der alles so ein bisschen sich selbst erarbeitet. Ich mag das nicht, alles so vorgekaut zu bekommen. Da ist wieder ein Fragment. Da müssen wir auch mal... Ach, da ist noch ein Fragment. Muss ich auch mal schauen, wie man denn aus diesen Seelenstein-Fragmenten wieder Seelensteine machen kann. Ob das überhaupt geht. Oh, hier ist alles kaputt. Kommt man auch nicht durch oder so. Hier ist auch kein Hebel in der Nähe. Na, dann gehen wir halt hier hinten lang. Oh, hier ist eine Truhe. Ich habe beinahe übersehen. Und mit was für tollen Sachen drin. Lass mich in Ruhe, Knallkopf. Also die Verteidigungsmechanismen scheinen noch zu funktionieren hier. Ah, eine Fackel. Braucht man nicht. Wir haben was Besseres als eine Fackel. Wir könnten uns ja diesen Leuchtzauber machen. Den finde ich eigentlich ganz lustig, diesen Lichtenschein. Ich glaube, den packe ich mir auch mal auf eine Schnellleiste. Genau für sowas hier. Zack. Geh mal kaputt. Mal wieder. Noch ein Seelenstein. Hier scheinen Minenarbeiter gewesen zu sein. Die ganzen Fackeln, Schaufeln, Spitzhacken. Hier ist eine Zwergenspinne wieder. Noch ein Seelenstein. Was haben wir hier? Ruhe. Diadem der höchsten Illusion. Aha. Blitzresistenz. Gold, Gold. Ach, kann es sein, dass wir hier auf der anderen Seite gerade eben diesen Dialog gehört hatten? Wäre zumindest möglich, ne? War noch ein Heiltrank. Spinne hatten wir, ja. Lieber nochmal alles kontrollieren. Ja. Du Blödding. Gibt's doch nicht. Hört mal auf, mich so zu erschrecken. Aber wieder eine Fackel. Zumindest sind hier immer mal wieder so Fackeln auf dem Boden. Ich meine, ist ja schon schlau gemacht, ne? Man denkt jetzt so, ja, die hat dann hier irgendein Minenarbeiter, hat er fallen lassen beim Weglaufen oder sowas. Und dabei sollen die einfach nur so ein bisschen Licht spenden, damit man nicht hier die ganze Zeit nur durchs Dunkle läuft. Finde ich schon ziemlich lustig gemacht. Was? Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Glatthäuter, der nach Essen sucht? Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen? Nein, nein. Ihr müsst derjenige sein, der mein Skuma genommen hat. Penner! Was war das? Hier hat niemand dein Skuma. Und hier ist auch gar kein Jezar. Was geht hier ab, ey?
Holzfäller-Axt brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Tunika mit Gürtel nicht. Aber hier die Wundertränke und Heiltränke nehmen wir uns mal mit. Und da ist Jezar. Seht da mal. Ich wollte doch sagen hier. Den kenne ich doch hier. Das ist doch der Typ. Jezars Tagebuch. Lesen wir mal eine Runde. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich habe Jezar und mich selbst für diese Expedition angemeldet, um ihn vom Skuma wegzubringen. Ich habe einen kleinen Vorrat mitgebracht, um ihn langsam zu entwöhnen, aber wegen des Sturms sitzen wir schon seit Wochen in diesem Gletscher fest. Die anderen haben noch nicht gemerkt, dass einer der Felle trägt, wegen der Kälte nicht so zittern sollte, aber das bisschen Skuma, das ich mitgebracht habe, ist aufgebraucht und Jezar geht es immer schlechter. Er fängt an zu halluzinieren und glaubt, Kreaturen zu sehen, die aus dem Eis und den Ruinen kommen. Die anderen tuscheln schon darüber, dass er vielleicht hinter Valies Verschwinden stecken könnte, aber ich weiß, dass er so etwas nie tun würde. Ah ja. Umgebracht von seinem eigenen Kollegen hier. Skuma. Nö, das brauchen wir ja, glaube ich, nicht, ne? Skuma-Flasche. Die lassen wir liegen. Aber einen Geldbeutel nehmen wir gerne. Ich speichere mal, weil ich höre hier gerade ziemlich unheimliche Geräusche. Und die kommen von hier. Was ist das? Hier ist sonst nichts mehr. Ah, hier ist noch Umanas Tagebuch. Und nochmal lesen. Ich bin nicht der beste Leser, das wisst ihr aber ja mittlerweile, ne? Es ist ungefähr eine Woche her, dass Valie verschwunden ist und jetzt ist Endrast auch noch weg. Wir haben Blutspuren entdeckt, die zur verbarrikadierten Tür führen, aber Sulla scheint zu glauben, dass sie einen Weg hindurch gefunden haben und ihn um die Entdeckung bringen wollen. Er sagt ständig, dass wir uns beeilen müssen. Es ist uns gelungen, in einen anderen Abschnitt der Ruine vorzudringen, ein Animunculatorium, wo die Zwerge einst ihre Maschinenkrieger produzierten. Wir haben die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass die Metallwesen immer noch leben und Jaks Laune hat sich dadurch nicht gerade gebessert. Sie ist überzeugt davon, dass die Khajiit-Brüder nichts mit den Entführungen zu tun haben und behält Sulla stets im Auge. Die Reaktionen gehen zur Neige, die Rationen gehen zur Neige und wir werden uns bald entscheiden müssen, ob wir den Sturm trotzen oder versuchen wollen, weiter in die Ruinen vorzudringen. Ich weiß nicht, ob die Echos von Schreien, die ich im Schlaf gehört habe, von meinen verschwundenen Kameraden stammen oder ob es nur Albträume sind. Ah ja, da sind also mehr unterwegs gewesen hier. Ich muss mal gerade hier unseren Zauber holen. Und zwar... Kerzenschein. Den packen wir nämlich jetzt direkt mal mit in diese Leiste hier. Und damit wir den immer schnell auf Abruf haben, packe ich den natürlich auch mal hier auf einen Tastenkürzel. So. Hier ist soweit nichts mehr. Öl. Außen mit euch. Und mit dir auch. Ich sagte und mit dir auch. Du Blödmann. So, erstmal wieder hochheilen. Zwergensphäre, großer Seelenstein, ein Rubin, ein winziger Seelenstein und Öl. Was mit dir? Achso, das warst du. Dann bist du doch der andere. Nö. Hä? Ah doch, ein Granatstein. Okay. Was ist das hier? Das ist ja sehr interessant.